Ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht, dass man zum Beispiel bei der Klosettspülung spart, indem man zum Beispiel eine Zwei-Stufen-Regelung macht. Viele haben damals gelacht, aber dieses Sparprinzip hilft uns heute allen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch heute geht es mir ums Sparen, genauer gesagt ums Energiesparen. Denn der Krieg in der Ukraine fordert unsere weltweite Gemeinschaft mehr denn je. Seine Konsequenzen treffen nicht nur unsere Freunde in der Ukraine, sondern inzwischen auch uns, die Menschen in Deutschland und hier in Baden-Württemberg. Um diese Krise gemeinsam zu bewältigen, müssen wir alle mit anpacken. Da sind clevere Ideen gefragt. Und nicht umsonst sind wir das Land der Tüftler und Erfinder. Viele clevere Ideen kommen aus Baden-Württemberg. Deshalb haben wir die Clever Land-Kampagne ins Leben gerufen. Mit Energiespartipps und Tricks von Expertinnen und Experten, die einfach zu Hause umzusetzen sind. Das Ganze machen wir nicht nur digital, sondern auch als Infotour bei Ihnen vor Ort. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten. Auch kleine Einsparungen helfen, nicht nur dem eigenen Geldbeutel, sondern uns allen und dem Klima. Was früher die Zwei-Stufen-Regelung bei der Klospülung war, ist heute die Nachtabsenkung bei der Heizung. Tagsüber, wenn Sie sich in der Wohnung aufhalten, wird geheizt. Und nachts, wenn alle schlafen, wird die Heizung runtergefahren. Das kann jede und jeder an seiner Heizung selbst einstellen. Und wem das zu kompliziert ist, einfach vorm ins Bett gehen, den Thermostaten runterdrehen. Dabei gilt, schon 1 Grad weniger Heizen spart 6% Energie. 2 Grad weniger sparen 12% und 4 Grad schon 1/4 der Heizkosten. Das lohnt sich also. Sie sehen also, man muss kein Cleverer sein, um Energie zu sparen, aber es ist clever, Energie zu sparen. Seien Sie also dabei und lassen Sie uns gemeinsam Energie sparen.